Voice recognition authorized. Welcome. In diesem Tutorial beschäftigen wir uns jetzt mit den Variablen. Wie im letzten Tutorial auch, sind wir jetzt schon in der Level Blueprint. Schauen uns hier erstmal an, welche Variablen es gibt und was man damit so machen kann. Hierzu brauchen wir den My Blueprint Tab und den Details Tab. Beide kannst du hier oben einfach aufrufen, falls sie nicht da sein sollten. Und zum Thema Variablen musst du hier einmal bei den Variablen auf das Plus klicken und schon wirst du gefragt, wie deine erste Variable heißen soll. Ich nenne sie jetzt einfach mal Test. Und was das für eine Variable ist, entscheidest du hier unter Typ. Es gibt verschiedene Variablen-Typen. Der kleinste Variablentyp ist der Bool. Der kann nur 1 oder 0 sein. Wenn du hier oben auf Compile klickst, siehst du hier unten auch im Default-Value-Bereich, was das jetzt ist und kannst damit ein bisschen rumspielen. Du siehst, da kann man nicht viel mitmachen. 1 oder 0 hat aber trotzdem sehr oft Gebrauch. Wirst du dann noch feststellen. Der nächste Variablentyp ist Byte. Der kann eine ganze Nummer sein zwischen 0 und 255. Du musst hierbei beachten, der kann nicht ins Minus gehen und der kann auch keine Kommastellen haben. Integer. Integer ist schon ein bisschen größer, der kann auch ins Minus gehen und die Range liegt so von über minus 2 Millionen bis plus 2 Millionen, ist also genug Platz für alles Mögliche. Ich würde dir am Anfang auch raten, Bool und Integer zu verwenden und wenn du eine Kommazahl brauchst, vielleicht gleich den Float, aber dazu kommen wir dann noch. Als nächstes kommt hier jetzt erstmal Integer 64. Der ist um einiges größer als der Integer und kann im Grunde genommen das Gleiche. Das überspringen wir jetzt erstmal. Das kommt dann im fortgeschrittenen Bereich. Und hier sind wir auch schon beim Float, den ich eben angesprochen habe. Das ist jetzt eine Variable, die eine beliebige Zahl sein kann mit einem Komma-Wert. Und die kann auch ins Minus gehen. Das heißt, wann immer du präzise Werte brauchst, nimm einen Float. Für Anfänger würde ich empfehlen, nur Bool zu nehmen, nur Integer und Float. Diese drei, wenn es um irgendwelche Zahlen geht. Als nächstes kommen wir dann zu diesen dreien hier. Die Variable Name verwendest du, um Dinge in der Engine zu identifizieren. Es gibt bestimmte Nodes, da kannst du dann zum Beispiel prüfen, heißt das jetzt Bossgegner oder heißt das jetzt Wand oder Wand 1 oder irgendwas und dann kannst du anhand von dem Ergebnis, was dann dabei rauskommt, irgendwas anderes machen und dafür ist diese Variable da. String, damit kannst du ganz normale Sätze schreiben, alphanumerische Zeichen halt und die ist im Grunde genommen jetzt nicht dafür da, alles damit zu machen, sondern nur, wenn es darum geht, etwas für dich selber zu hinterlegen, also irgendwelche Debug-Zeilen etc. oder ähnliches, denn die nächste Variable, die Textvariable, das ist die, die du gebrauchen solltest, wenn es darum geht, dem User irgendetwas zu zeigen. Denn die kann man dann automatisch später auch ganz einfach übersetzen lassen. Das nächste ist der Vektor. Jetzt wird es ein bisschen komplexer, denn der Vektor besteht aus einem Set von Variablen. Zeig's dir auch mal ganz kurz. Wenn ich die nämlich jetzt hier reinziehe mit der linken Maustaste, loslasse und dann auf Get gehe, dann kann ich hier, wenn ich hier vorne mit der rechten Maustaste draufklicke, Split Struct Pin anklicken und du siehst schon anhand der Farbe, dass das hier Floats sind. Das heißt, ein Vektor besteht aus drei Floats und der gibt dir eine Location in deinem Level. Ja, für eine Location brauchst du, oder beziehungsweise um einen Ort in einer 3D-Welt zu bestimmen, brauchst du halt drei Punkte und das hier stellt das Ganze dar. Mit drei Floats, für X, Y und Z. Das ist genau das, was du hier immer im Transform siehst. Dieser Stuhl hat diese Koordinaten und das Game weiß dann halt, dass er genau an dieser Stelle ist. Damit kann man jetzt auch nochmal ein bisschen mehr machen, besonders wenn es gleich hier zu diesen Einstellungsmöglichkeiten kommt. Aber das zeige ich dir dann noch separat. Als nächstes kommt der Rotator. Meckert er, weil die Variable hier schon auf war. Ich habe gesagt, er soll die einfach ersetzen. Normalerweise kannst du das dann einfach ändern und dann wieder hier reinziehen. Das hat er jetzt schon für mich erledigt. Auch hier kannst du die einmal aufklappen und siehst, der Rotator besteht auch aus drei Floats.
So, was macht er jetzt? Der gibt dir die Rotation an von deinem Objekt. Ich kann es dir auch mal ganz kurz im Level zeigen. Du hast hier die Rotation und in dem Moment, wo ich den drehe, ändert die sich. Und auch hierfür brauchst du X, Y und Z, weil es ja nicht nur diese Bewegungsmöglichkeiten gibt, sondern auch diese und die grüne. Moment. So. Und so weiß er ganz genau, welche Rotation er hat. Als nächstes gibt es den Transform. Der besteht wiederum aus Variablen, die wiederum aus Variablen bestehen. Das zeige ich dir auch mal ganz kurz. Den siehst du nämlich immer hier vorne. Location, Rotation und Scale. Alles zusammen ist der Transform. Und dafür gibt es auch eine zusammengefasste Variable. Im Übrigen, das hier unten hat nichts mit der Variable zu tun. Ich habe schon compiled, also siehst du hier unten auch, was er so kann. Du siehst von Anfang an, dass das genauso aussieht hier unten wie in dem Level. Das Ganze können wir auch jetzt öffnen wieder. Und hier haben wir einmal die Location, den Rotator und den Scale. Die kannst du wiederum, ja ich weiß, Inception auch wieder öffnen. Ups, nicht schließen, sondern öffnen. Und alle, wie du sofort an der Farbe erkennen kannst, bestehen aus Floats. Das sind jetzt die Variablentypen hier oben. Das andere sind Objekte, die du in einer Variable hinterlegen kannst. Und ein Objekt kann alles sein, was in deinem Level ist. Zum Beispiel eine Lampe, zum Beispiel dieser Stuhl hier. Wenn du diesen Stuhl oder irgendwas anderes abgespeichert hast und später nochmal verwenden willst, das ist übrigens die Referenz, von der ich am Anfang gesprochen habe, dann kannst du später in irgendeiner Blueprint, wo diese Variable vorhanden ist, etwas damit machen. Du kannst es dann verändern. Im letzten Tutorial haben wir damit zum Beispiel diesen Stuhl einfach verschwinden lassen. Ich kann hier jetzt auch nochmal ganz kurz anreißen, wie das funktioniert. Mithilfe der Level Blueprint, die ja jedes Objekt kennt in deinem Level, reicht es einfach nur, den Stuhl anzuklicken. Du gehst in deine Blueprint rein, rechte Maustaste, Create Reference. Das ist jetzt eine Referenz des Stuhls in deinem Level. Wenn ich dann zum Beispiel sage, Begin Play, also am Anfang, wenn das Level gestartet wird, nimmt er sich den Stuhl und zerstört ihn. Weggesagt. Und so funktioniert das mit den Referenzen. Ich könnte jetzt aber auch sagen, ich will den am Anfang gar nicht zerstören, sondern ich möchte den abspeichern. Dann könnte ich sagen, Promote to Variable. Und er hat mir hier automatisch eine Variable erstellt. Und diese Variable beinhaltet jetzt die Referenz von dem Stuhl. Und die kann ich dann auch so nennen. Stuhl 1 zum Beispiel. Und irgendwann später kann ich dann damit was machen. Das Ganze wird aber später viel, viel wichtiger, wenn wir zu den normalen Blueprints kommen. Denn wie du ja gesehen hast, ist es recht easy, eine Referenz von etwas zu bekommen, also jedenfalls in der Level-Blueprint, was sich im Level befindet. Wir sind ja immer noch bei den Variablen und du hast ja schon gesehen, dass diese Variablen verschiedene weitere Optionen haben. Ich mache mal eben wieder einen Bool draus. Der Stuhl kommt weg. Ist ein bisschen sauberer hier. Der erste Punkt hier unten ist Instance Editable. Den checkst du, wenn du überhaupt möchtest, dass das Ganze verändert wird, also dass deine Variable in irgendeiner Form verändert werden kann. Manchmal möchte man das ja gar nicht, weil ein bestimmter Wert fix sein soll, aber wenn es zum Beispiel sich um deine Lebensenergie oder Panzerung oder sonst was handelt, dann willst du ja, dass, wenn jemand darauf schießt, dieser Wert sinkt. Also muss man diese Variable bearbeiten. Außerdem hat das noch den Vorteil, dass wenn du eine normale Blueprint nimmst, das Ganze auch im Editor sichtbar ist. Das zeige ich dir gleich auch nochmal anhand eines Test-Actors, den wir dann zusammen erstellen werden. Dann wird dir das Ganze sicherlich klar. Jetzt kommen wir erstmal zum nächsten. Blueprint Read-Only. Das bedeutet, dass du diese Variable zwar sehen kannst, zum Beispiel Lebensenergie, aber niemand kann sie in irgendeiner Form verändern. Das heißt, ich kann Daten abrufen, wie viel Lebensenergie hat der Charakter zum Beispiel von dir und damit kann man dann irgendwas machen mit der Information. Tooltip. Ja, wie der Name schon sagt, ist ein Tooltip und da kannst du auch viel mehr reinschreiben, als hier sichtbar ist. Und sobald du mit der Maus über der Variable hoverst, erscheint dann der Tooltip für dich selber sozusagen. Das ist aber nur im Editor, das ist nur für dich selber zur Hilfe. Expose on Spawn bedeutet, dass wenn du eine Blueprint machst, diese Variable in der Node erscheint, die dafür verantwortlich ist, etwas zu spawnen. Ich kann dir die mal ganz kurz zeigen.
Spawn Actor from Class heißt die. Und hier kann ich mir jetzt aussuchen, was ich spawnen will. Das kann jetzt ein Gegner sein oder, weiß ich nicht, ein Stein oder was auch immer. Ich kann während das Spiel läuft etwas spawnen und auch entscheiden, wo. Der Rest ist für Fortgeschrittene. Wichtig ist nur, dass du dann weißt, dass diese Testvariable hier auch erscheinen würde als zusätzlicher Pin. Und dann könnte ich schon mal direkt sagen, was mit dem gespawnten, sagen wir mal, Gegner oder noch besseres Beispiel, du selbst spawnst im Level und anhand dieser Checkbox jetzt, weil der kann ja 1 oder 0 sein, also ja oder nein, könnte ich dann sagen, du bist jetzt erstmal unsiegbar, wie das aus vielen Spielen sicherlich kennst. Und nach einer gewissen Zeit bist du dann wieder verwundbar und dann geht's weiter. Das nur dazu. Der nächste Punkt ist Private. Das heißt, wenn du gar nicht möchtest, dass diese Variable gesehen wird, in irgendeiner Form, auch von dir selber, selbst wenn du danach suchst, von, sagen wir mal, von anderen Blutbands, von außen irgendwo, dann machst du die private und das sorgt dafür, dass es ein bisschen übersichtlicher wird für dich. Im Grunde genommen, beziehungsweise ist das Ganze ja schon auf private gestellt, wenn Instance Editable nicht angetickt ist. Weil wenn das angetickt ist, dann heißt das, dass das exposed ist. Wenn es nicht angetickt ist, ist es private. Was der Vorteil davon ist, die zu exposen, aber trotzdem auf private zu machen, zeige ich dir aber gleich noch. Also lass dich nicht verwirren, es hat hier alles seinen Sinn. Und der nächste Punkt heißt Expose to Cinematics. Da kannst du die Variable, wenn du mit dem Actor irgendwas machen willst, also irgendwas im Cinematic-Bereich, dann exposen lassen und die bearbeiten, während du damit arbeitest in diesem Cinematics-Bereich, also im Sequencer. Was der Sequencer ist, siehst du oben unter dem i. Dazu habe ich schon ein Video gemacht. Grundsätzlich kann man auch Kategorien für Variablen hinterlegen. Du siehst, hier oben ist jetzt keine Kategorie. In dem Moment, wo ich hier die Testkategorie hinterlege, ist das Ganze hier in so einem kleinen Unterordner. Den kann man übrigens jederzeit ändern. Und auch wieder rausnehmen. Diese Kategorie wird auch angezeigt, wenn ich dir das gleich in der richtigen, also in der normalen Blueprint zeige, wenn du im Editor damit arbeitest. Wird dir aber gleich sofort klar. Alles weitere ist hier in dem Bereich für Fortgeschrittene und sogar auch für Profis. Deswegen sparen wir das jetzt mal aus und springen sofort zur Blueprint. So, hier in unserem Level werde ich jetzt mal einen Test-Actor hinterlegen und dir anhand von diesem Actor ein paar Beispiele zeigen. Hier können wir jetzt auch Variablen hinzufügen. Ich nehme jetzt mal einen Test-Vektor für unseren Zweck. Weil ich dir ja versprochen habe, dass wir das Ganze noch außerhalb der Level Blueprint zeigen werden. Der Vektor hat zusätzlich noch eine Eigenschaft bzw. eine Option, die hilfreich ist für dich selber, wenn du mal Levels bauen möchtest. Und die zeige ich dir dann auch jetzt hier mit. Zunächst müssen wir allerdings diesen Actor erstmal ins Level bringen. Und jetzt siehst du auf der rechten Seite ja schon im Details-Panel die Informationen über diesen Actor, den wir gerade gebaut haben. Hier ist jetzt noch kein außerordentlicher Tab für unsere Variablen. Warum? Weil die noch nicht editable ist. Wenn ich das anticke und compile, dann gibt es hier auf der rechten Seite einen neuen Default-Tab. Und das ist jetzt die Variable, die ich sozusagen freigegeben habe. Wenn ich Instance Editable antippe, wird es erstens public, das heißt, wenn ich von außen irgendwann mal im Spiel auf diese Variable zugreifen und die verändern möchte, dann kann ich das tun. Und zweitens, dieser Tab hier wird exposed. Deswegen macht es jetzt vielleicht auch Sinn, dass man zusätzlich sagen kann, wenn ich das Ganze auf Private stelle, dann möchte ich zwar, wenn ich selber damit arbeite, eben kurz Variablen verändern, irgendwas gucken, das kann ja alles sein, wie du ja schon gelernt hast, aber ich will auf gar keinen Fall in-game irgendwann auf diese Variable zugreifen, weil ich das vielleicht gar nicht brauche, sondern nur für mich hier im Editor, um irgendwas ganz easy zu verändern. Zusätzlich gibt es hier noch den Punkt Show 3D Widgets. Den gibt es nur für Vektorvariablen. Und der ermöglicht dir, die Position von diesem Vektor, also die Location von diesem Vektor zu sehen. Ich save nochmal eben alles. So, wieder ans Level. Und hier ist jetzt dieser kleine Stern hinzugekommen, den du jetzt vielleicht siehst. So. Und das ist jetzt die Position von dem Vektor relativ zum Testvariablen-Vektor, also zu ihm hier. Auf der rechten Seite siehst du auch, weil wir das ja exposed haben, was das für Koordinaten sind. Z,
Y, verändert sich alles. Und dann natürlich noch X dazu. Auf der anderen Seite könnte ich natürlich auch einfach sagen, so ja, das interessiert mich nicht, ich mache es lieber hier über die Werte. Mache ich sowieso lieber. Doppelklick und Werte eingeben geht natürlich auch, wie immer. So, das ist auf jeden Fall noch eine wichtige Sache. Du siehst hier übrigens auch den Namen. Als letztes gibt es hier noch Expose on Spawn. Und das zeige ich dir auch kurz. Ich glaube, ich lasse das lieber so und zeige den Rest hier. Wieder das Beispiel, also Begin Play. Wir spawnen den jetzt nicht, aber so vom Ablauf würde ich es dir mal ganz kurz zeigen. Begin Play, zack. Spawn Actor. Hier entscheide ich dann, was für einen Actor ich spawnen will. Und hier ist dann schon unser Test-Variablen-Actor drin. Das Coole daran ist, dass wir, weil wir diese Variable ja schon gesetzt haben, später auch noch ganz viele andere Dinge damit machen können. Hier könnte zum Beispiel drin stehen, was das für ein Mesh ist, ob das jetzt ein Cube ist oder ein Ball oder welche Farbe er hat oder wie viele Lebenspunkte er hat und so weiter. Im Übrigen gibt es hier natürlich auch die Spawn Location. Hier wäre es natürlich eigentlich unnötig zu hinterlegen, wo die Location ist, aber das habe ich jetzt genommen, um dir zusätzlich noch das 3D-Widget zeigen zu können. Stell dir einfach vor, das ist vielleicht die Start-Lebensenergie oder ähnliches. Die Spawn-Location findest du hier. Du weißt ja, man kann alles splitten und dann kann ich hier die exakte Location hinterlegen. Das Ganze, was du hier siehst, ist das, was du hier siehst. Das erste ist die Location, die Rotation und der Scale. Das heißt, wenn ich so ein Stuhl spawnen will, dann kann ich genau entscheiden, wo im Level der Spawn, an welcher Location, welche Rotation er hat und welchen Scale. Scale ist übrigens das hier, nur für den Fall, dass du das noch nie benutzt hast. Das Ganze kann man natürlich auch gleichmäßig machen, damit du da nicht so eine Couch hast. Und mehr ist dazu auch gar nicht zu sagen. Ja, das war es auch schon mit dem groben Überblick zu diesem Thema. Alles, was wir jetzt so kurz angerissen haben, werden wir auf jeden Fall später nochmal verwenden. Besonders die ganzen Variablen, Werte und so weiter, die werden dir immer und immer wieder begegnen. Das wird dir auf jeden Fall helfen, besonders auch hier ganz chillig Dinge im Level verändern zu können, denke ich. Und ja, wenn dazu Fragen sind, dann ab in die Kommentare damit. Wie immer die Frage an dich, ist das zu schnell gewesen? Ist das zu langsam gewesen? Wusstest du die Hälfte schon, soll ich mehr Beispiele zeigen und so weiter, alles in die Kommentare, und damit kommen wir auch schon zum Ende. Bis zum nächsten Mal.